Könnte Enix und Nintendo das Spiel Soulblazer sein? Jetzt warten wir mal ab. Na los, komm! Die alten Weisen erzählt ich eben nach dem Anfang, welcher Spiel die verbrüchen Spiele zu verstehen. Das Imperium von Freien, wie das Land damals genannt wurde, wurde vom mächtigen König Margaret regiert. Die Mehrheit der Bevölkerung hielt den König für gut und lieb. Manche sahen ihn jedoch als einen machthungrigen Tyrannen an. Eines Tages belauschte der König zwei Wachen, welche über einen Mann namens Dr. Leo sprachen und bezeichneten ihn als großartigen Erfinder und Genie. Der König verbrachte viele schlaflose Nächte damit, sich auszumalen, wie er die Dienste des Erfinders für sich zunutze machen konnte, um noch reicher zu werden. Plötzlich hatte er der Königin gesehen. Er befahl seinen Wachen, Dr. Leo gefangen zu nehmen und ihn sofort auf das Schloss zu bringen. Ja, und dafür musste er schlaflose Nächte verbringen. Dr. Leo wurde spät in der Nacht zum Schloss gebracht. Da hat er wirklich die ganze Nacht gelangt und die Ohren gehauen und auch so, hey, ich könnte ihn ja entführen. Der König schloss ihn in einen kleinen Raum ein und befahl ihm eine Maschine zu erfinden, mit welcher man den König des Bösen Destroy herbeirufen konnte. Als Dr. Leo die Maschine festgesteckte, trat der König sofort mit Destroy in Verbindung, in der Hoffnung, ein Pakt mit ihm schließen zu können. Nach vielen Tagen war der Pakt besiegelt. Der König wollte Destroy alle Lebewesen vom Feld bringen, um als Gegenleister einen Goldstück von jedem zu erhalten. Einer nach dem anderen verschwanden die Menschen aus dem Land. Schon bald war das Land, gesamte Land wie leer gefüllt. Und an die sind, zwei Personen beobachten den gesamten Vorgang, der Meister und du, die Schüler. Der König war sehr töricht, mit den Bösen zu handeln. Es liegt nun an dir, auf die Erde herzusteigen und sie wieder zu bedienen, sagte der Meister. Auf einen Strahl des Lichts steigst du zur Erde hinab, ein Krieger, welcher geschickt wurde, um Leben zu schützen. Und das Böse zu vernichten. Ein Zauberer. So kriegen wir von Schwert. Ich das mal das Schwert. Das ist ja eigentlich auch so. Es soll ja das Gute beschützen und das Böse vernichten. Deswegen wird es ja auch das Bandschwert des Bösen genannt. Das? Eine Stimme kam aus den Wolken. Mein Schüler, du bist in der Lage, mit allen Lebewesen zu sprechen. Aus dem Grund solltest du einen Namen haben. Sag mir deinen Namen. Müsstest du ihn mir nicht geben? Oh nein, ich soll mir einen Namen geben. Fuck, wie soll ich mich nennen? Ach, krieg doch die falsche Bescheidenheit. Nenn ich mich so halt. Kann man das mal so ironisch verstehen? Ich meine, was bedeutet wohl Paria, hm? Was für ein interessanter Name. Jupp. Nun gut, die Welt zählt auf dich. Zerstöre das Böse. Ja, wie kann ich jetzt raus? Gut, sag einfach, zerstöre das Böse und ich hab... Danke. Ja.
Okay. Karius erhielt Lebensschwert. Ich habe Lebensschwert. Okay. Das ist so ähnlich wie Legend of Zelda. Oh, guck mal, eine Runde. Weil. Weil ich muss da. Ich meine, da ist ja auch, dass ich erstmal ohne Schwert starte. Und dann heißt es ja, es ist gefährlich ohne Schwert. Nimm das. Und. Ja. Wie möglich. Komm her, du Monster! Oh. Huch! Das hat sich ja wie Simon Berman angehört. Kommen jetzt immer ständig irgendwelche Monster? Aha, verstehe. Ich muss doch immer die was töten. Wer bist du? Habe ich eigentlich erwähnt, dass bei Nisha Zeldes ein alter Mann ist, der mit der Schwert gibt? Ja. Gerichtssaal. Monsterhöhle übrig. Ich habe früher auch über die Wolken gewohnt, genau wie du. Jetzt lebe ich hier auf der Erde und war weg vom Meister. Ich glaube, Meister ist in dem Spiel sowas wie Gott. Alle Kreaturen, die Destor gefangen hat, sind im Monsterhöhle festgehalten. So wie du mich befreit hast, musst du auch all die anderen befreien. Sogar die Befreiung eines kleinen Baums oder Kreatur kann dir bei deiner Aufgabe behilflich sein. Hier, nimm dies. Karius erhält die Magie des Flammenballs. Das kann ich im Feuerball werfen. Jetzt werde ich dich begleiten. Ich bin ein Magier, also kann ich alle Arten von Magie verwenden. Ich werde meine Fähigkeit nutzen, um dir zu helfen. Achte aber immer darauf, dass ich genügend Willen habe, um meine Magie zu benutzen. Als du mich befreit hast, hinterließen die Monster ein paar goldene Steine. Ja, das ist nun Gold. Das ist eigentlich Metall. Oder? Ja. Jetzt rede ich, was ich. Muss noch mal gucken, ob Gold eigentlich jetzt Metall ist oder was anderes. Das ist nur so eine kleine Sache. So sehen Juwelen aus. Lass uns zusammen die Welt wieder beleben. Und die Juwelen sehen für mich aus wie Tal. Wir müssen zum Tempel in Grasvalley gehen. Mhm. Ja. Aha. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, was ich machen soll. Aber man merkt wirklich, dass das Spiel eindeutig vor Illusion of Time und und Terramigma ist, weil die Grafik ist da ein bisschen spartanischer. Und die Musik, irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel. Oh, Land von Grasvalley. Aha. So weiß ich, wie das dann ist. Das ist halt irgendwas noch von NES-Grafik, Leute. Na. Wie speichere ich eigentlich? Ja, ich habe die Treppe schon gesehen, Leute. Ich muss noch ein bisschen mich umsehen. Oh, aha. Na, zurück. Was für eine leise Stimme. Im unterirdischen Schloss sind viele Kreaturen gefangen gehalten. Wenn du diese Wesen befreist, werden sie die Stadt wieder aufbauen. Hast du mit mir gesprochen? Vögel? Im unterirdischen Schloss sind viele Kreaturen gefangen. Wenn du diese Wesen befreist, werden sie die Stadt wieder aufbauen. Aber mit dem Meister. Das erinnert mich an Egg Racer. Und ja. Okay, jetzt sehe ich, das ist doch mehr wie Juwelen. Das
Weil ich müsste mal den Secret-Gegner aus Illusion Spring platt machen. Noch irgendwas? Wo kann ich nicht hin? Na, gehen wir mal rein. Ach so, das ist sogar mit der Schlüssel. Ob es hier auch irgendwie ein trauriges Ende wie bei Terranitma? Ich meine, das war wirklich so kein abgepacktes Spiel. Ich meine, Ending. Das Spiel war ist sehr geil. Und ich sollte mal aufpassen. Weil ich nur irgendwie Schaden merke ich. Das wird peinlich, wenn ich einfach jetzt sterbe, weil es ist immerhin sowas der Anfang. Und heute befreit eine alte Frau. Und wie schnell ruckzuck ein Haus baute. Magie! Du hörst ein Seufzer aus dem Haus heraus. Oh. Was jetzt? Ja, ich hab's irgendwie. Hallo, ich wollte zu der Frau hin. Ich kann nicht zu der Frau. Moment mal. Ja, wie kann ich? Achso. So bin ich auch um 4. Schließt ein Feuerball in eine Richtung. Ja. Wollen die mich verarschen? Wie komme ich wieder raus? Ich kann nicht mehr so. Oh! Verflixt! Ich hab. Hallo! Ja, danke! Ich hätte gern ein Schwert. Weil das verbraucht keine Energie. Danke! Hallo! Nichts. Dann soll ich mal ganz kurz zurück zur Frau gehen. Mal sehen, vielleicht gibt es nicht mehr was. Ja, ich habe sie ja seufzen gehört. Jetzt weiß ich, warum ich die Musik geht. Battle of Olympus. Sie erinnert mich wirklich an Battle of Olympus. Das ist immer ein Instant-Haus. So schnell ist es aufgebaut, oder? Mein Mann war einer der Bürgermeister dieser Stadt. Eines Tages verschwand er auf dem Seeufer zusammen mit den anderen Bewohnern. Ich fühle mich so einsam. Wie wär's, wenn du eines meiner Kinder wärst? Wirklich? Ich werde dich von Antarias nennen. Was für ein Zufall, dass ich den Namen von Anfang an habe. Benutze das Zimmer im zweiten Stock als dein eigenes. Toll, ich habe ein Zimmer mit einem Poltergeist. Und dies ist das Zimmer des Bürgermeisters. Er saß hier stundenlang und verbracht. Ich frage mich, wann er zurückkommen wird. Ja. Und warum bewegt sich denn der Stuhl? Wo ist denn mein Zimmer? Da oben, das ist doch das Zimmer des Bürgermeisters. Das ist deines Mannes, das kannst du mir doch nicht einfach geben. Tarias, du läufst nur herum und tust gar nichts. Langsam fange ich mich mit dir Sorgen an. Ich bleibe wie hier und ruhe dich aus. Da ist ja das Bett. Ich habe das nicht erkannt. Kann ich da hin? Ja, die Rede was von. Die Rede was vom Ausruhen, aber erwidern. Ich kann das Bett nicht benutzen. Ich würde mich ja gerne ausruhen, aber wo, Mädel, wo? Du hast ja kein. Du hast kein Bett. Aber dass das Dach verschwindet und man so das Gebäude von innen bedeutet. Na gut, dann wollen wir die restlichen Bewohner befreien. Es ist schließlich unser Job als Bote des Gott. Ey, ich wollte sagen, Meisters. Ja, gewöhnt euch, Leute. Ich werde mich immer wieder noch verdrücken. Ja, toll, ein aufgeblasener Kaktus.
Auch hier ist nicht noch Teil, nur halt golden. Oh, ich glaube, die Dinger vermehren sich auch noch. Nicht gut. Nee. Okay, komm jetzt doch nicht so viel. Komm her, du Kaktus. Oh, das sind Blobs. Und hartnäckige Blobs. Die ploppen nicht rum. Und das ist Musel. Die Musik ist cool. Hey, sie hat so. Sie ist noch ein bisschen NES-typisch, aber. Scheiße, da schießt das auf mich. Yeah. Ja. Oh, ja, kommst du mal weg? Ah, ich kann dich erledigen. Da bin ich ja bereit. Ja. Ja, danke, ich gehe hier. Super. Danke. Ach so, ja. Jetzt steht das blöde Vieh natürlich da, aber in der Reichweite mein Schwert ist. Das ist mal wirklich mein Schwert, Leute. Ich glaube, die flimmern ein bisschen. Pal-Version. Das war so typisch damals. Und jetzt wird eine leise Stimme aus dem Grill in der Ecke. Guten Fall. Komm hier rüber! Okay. Na, hoffentlich ist das jetzt. Oh, was bist du denn? Ich werde dir einige Ratschläge geben. Vergiss nie, die Dinge, welche du gesammelt hast, in deine Aufsicht hinzuzufügen. Harry Seed, XP. Möchtest du noch dein Fusil zurückkehren? Komm wieder, wenn du nach Fusil zurückkehren willst. Toll. Ich verschieße jetzt. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das. Ich will schneller rennen. Das ist so aus noch Terranigma drin, Leute. Sorry. Tut mir echt leid. Deswegen kann ich jetzt langsam kann ich mir Sorgen zu machen. Ich glaube, bitte hier und ruhig aus. Ah, super, sie heilt mich. Ich muss sie mal ansprechen, dann heilt sie mich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich würde mal gerne mal bei der Olympus Let's Play. Zumindest nur. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen anderen Emulator. Und anderer Problem ist nur halt, das Spiel ist arschschwer, Leute. Ich sage arschschwer, dann meine ich wirklich arschschwer, ohne zu übertreiben. Huch! Ach! Wieso sagt... Oh, verdammt, da kann ich ja gleich wieder zurück zu Dame gehen. Die kommen immer wieder? Ah, super! Super, jetzt darf ich meine Mutter wieder belästigen. Ja, sie hat sich doch angeboten, meine Mutter zu sein. Also, ja. Aber er hat wohl eine Rüstung an. Okay. Dass sie so mir unterstützt, dass die Wache nicht so falle, aber naja. Kann ich irgendwie nicht so? Was sagst du irgendwas sonst? Achso, du sagst dasselbe. Dass die Stadt wieder aufgebaut wurde, hat man ja an der alten Frau gesehen mit dem Instant House. Das war so die Märchen Musik hören. Oh. Halt. Aha. Aha. Ja. Achtung. Wow.
Moment mal, es sind auch dieselben Geräusche. Hier aus Figrofmana. Ja, Figrofmana, hä? Ist klar. Meine Illusion of Time. Komm, du bist hier, ja. Fick dich. Ich kick dich. Oh je. Alter, sind die schnell. Waren die immer so schnell gewesen? Ich muss auch. Ist das nicht stimmt? Ich weiß nicht, wie das passiert. Gehört das eigentlich auch zu der Echo-Racer-Reihe? Wegen Meister? Das wüsste ich jetzt mal ganz gerne. Weil das würde mich echt interessieren. Okay, das Schwert ist echt cool. Okay, jetzt hat er mich bei mir gerannt. Und ich glaube, ich habe ihn bei jemandem gerettet. Ich bin befreit, die Ladenbesitzerin. Oh. Das ist ja gut. Und ich darf nicht den ganzen Weg zurück. Verstehe ich nicht. Wenn Sie mich dahin, wenn Sie mir das zeigen. Ach ja, da ist ja noch was. Stirb, Blob, sei das so. Das ist ein Geräusch, war auch wieder was zu ihm schon da. Ach, die zieht meine an. Sie sind tatsächlich so aus. Aus Illusion of Time. Ja, bitte. Ja, bin sie nicht so. Ich dachte, sie setzt mich vom Haus ab. Aber also egal. Gehen wir mal heim. Geh mal in den Laden. Mal sehen, was der so hat. Über 79 Juwelen. Das ist die Oma von nebenan. Wo kann ich dir aber denn? Oh, du bist derjenige, der mich befreit hat. Wann immer du diese Heilkorde aufgebrochen hast, werde ich dir neue geben. Cool. Das ist doch was. Da lohnt sich echt das mal. Heißt es aber auch immer, ich habe jetzt unendlich Heilkräuter zur Verfügung. Nicht so wie bei Illusion of Time, wo ich nur wenig habe. Also jetzt. Also. Also nur begrenzte Verfügung hatte und. Das ist gut, das wäre nicht schlecht. Womit soll ich einen Schritt nehmen? Ja. Ich weiß noch, ihr seid doch Gegner. Mika, was die für Geräusche da sind. Haben. Also die haben wirklich manche Geräusche. Alter, da hing ja so ganz komisch. Okay. Ich glaube, ich soll dir mal nicht gegen die Kanäle, die ein bisschen zu schnell. Und ist das eine Rollstrecke da? Ich will es mir ausprobieren. Sollen es denn darstellen? Aufgeblasene Kakteen? Sieh doch mal die an, die sehen aus wie Kakteen. Ich bin ein bisschen gruselig. Ja. Aha. Na, wen habe ich wieder befreit? Ich habe befreit eine Tüfe. Er ist für eine sehr leise Stimme.
Es gab hier einmal eine Wassermühle, bevor die Stadt zerstört wurde. Ich habe gehört, es gibt einen Mann, der den Aufzug im unterirdischen Schlossfeld benutzt. Aha. Okay, das ist natürlich eine Rolltreppe. Kann ich jetzt zurück? Ja. Na toll, jetzt kann... Das ist ein Drachen! Oder Gargoyles. Alter, wieso stöhnt er so... Wieso stöhnt er eigentlich so ähnlich wie Simon? Höherer Level! Oh, das gefällt mir. Oh, und ich habe ein bisschen mehr Seelen. Gefällt mir noch mehr. Bin ich jetzt? Das befreit den Wolkenwächter. Hör ich ihn wieder seufzen? Macht ihn noch das Spiel Spaß, muss ich sagen. Cool. Ja, toll, fliegen. Okay, ich werde mal nicht fliegen da liegen. Fliegende Gegner sind nervig. Aber... ich finde es nicht zu erledigen. Also ich muss sagen, das Spiel ist zwar grobkörniger als Illusion of Time und Terranigma, aber ich finde, das hat auch so einen eigenen Charme. Traumstab? Wozu ist er jetzt gut? Das ist es nicht. Traumstab, ein seltsam aussehender Stab. Hat der einen Stern mit Flügeln? Also sowas würde ich eher bei Kirby vorfinden, glauben, aber... nicht. Wie kannst du träumen? Ein seltsam aussehender Stab, mit dem du in Träume schauen kannst. Sehr interessant. Und hat da irgendwie da auf mich geschossen? Aber auch so die Bewegung an der Tür ist gut. Das ist wirklich diplomatisch. Er steht nicht nur steif da, sondern er bewegt tatsächlich da auf seinen ganzen Körper. Das finde ich sehr, das find ich echt gut gemacht. Also, Quintet hat da wirklich gute Ideen eingebaut. Hat auch wirklich nicht der Mühe gegeben, bis ich das bewegen kann. Ich komme nicht an euch dran. Aha. Auch so wie Illusion of Time. Ich muss den Weg zu öffnen. Ah, lass das. Ihr Plumps. Kakteen. Ihr seid für mich 5 Kakteen. Oder auf. Und na, Fem. Das ist heute Info. Aha. Ich sehe, schalte ich nach und nach wirklich so viel frei. Wow. Das ist alles. Ich, ja. Ich kann gut Juwelen hier einsammeln. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja. Ich sollte euch heute mal langsam... Heilkraut verwenden. Deine Hände werden aufgeführt, wenn deine Lebensanzeige 0 zeigt. Ach, das passiert automatisch? Naja. Aha. Nächste Brücke.
ehrlich bin, habe ich echt keine große Lust, dass jetzt großartig herausfinden, ob es jetzt nicht mein Tod bedeutet oder ob es automatisch passiert. Bin ich... ich glaube, ich bin wieder... Das trifft sich ja ausgezeichnet. Dann wollen wir mal rübergehen. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mal gleich Schluss machen. Weil ich meine, hey, das muss jetzt noch lang genug sein. Aber erstmal quatschen wir mit ihm hier. Bin der Wächter dieser Brücke. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, so eine kleine Brücke zu bauen. Du darfst du nicht. Ja, danke, aber ich will erstmal heilen. Und ich wüsste nur gerne, wie ich hier speichern könnte. Ach ja. Ja, ich weiß, du machst dir Sorgen so, weil du eine liebe Oma bist. So. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Folge kommt bald. Madeleine.